In diesem Video zeige ich euch, wie man bei einem HP-Drucker die Tintenpatronen austauscht. Das ist bei den meisten Modellen wirklich gleich. Man nimmt einfach den unteren Teil und klappt diesen nach oben. Jetzt sieht man in das Innere des Druckers und sieht den Schlitten mit den einzelnen Druckerpatronen. Man sieht, der Drucker arbeitet. Die Patronen fahren jetzt dann gleich in die Mitte. Man hat jetzt hier die verschiedenen Patronen zur Auswahl. In dem Fall sind es einzelne Patronen, sprich die Farben Rot, Blau, Gelb, Schwarz und eine Patrone für Fotos. Teilweise sind das Ganze auch nur zwei Patronen, Schwarz und Bunt. Das kommt je aufs Modell an. Ansonsten ist aber der Aufbau relativ gleich. Möchte man eine Patrone entfernen, drückt man einfach hier diesen kleinen Hebel und die Patrone springt schon raus. Die neue Patrone wird dann einfach wieder problemlos eingesetzt und nach unten gedrückt, bis sie einrastet. Dann kann man einfach die vordere Klappe wieder schließen. Der Drucker tut sich jetzt automatisch wieder reinigen und alles anpassen und es kann wieder mit neuen Patronen fleißig darauf losgedruckt werden.